Good morning and good morning and good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Coming to an end of this great epistle. Wir nähern uns dem Ende dieses großartigen Briefes. I hope you did your homework yesterday. Ich hoffe, du hast gestern deine Hausaufgaben gemacht. Make sure you honor people who refresh you and make sure that you are a refreshing person, not a draining and tiring person. Sorg dafür, dass du Menschen ehrst, die dich erfrischen, und vergewissere dich, dass du selbst ein Mensch bist, der andere erfrischt und nicht auslaugt und ermüdet. All right, let's continue. Machen wir weiter mit Vers 19. All of the churches of Western Turkey send the loving greetings to you. Alle Gemeinden der Westtürkei senden euch liebevolle Grüße. Paul somehow had the ability. Paulus hatte irgendwie die Fähigkeit, to be connecting and not separating. Zu vereinen und nicht zu spalten. All the churches that Paul was part of are now sending their special love to those people who were not even a good church. Alle Gemeinden, zu denen Paulus gehört, senden jetzt ihre besondere Liebe an diese Menschen, die nicht einmal eine gute Gemeinde war. Why? Warum? Because obviously Paul was a uniting person and not a separating person. Weil Paulus offensichtlich eine Person ist, die vereint und nicht spaltet. It is so beautiful to see how Paul cared not for a local group of people, but he cared for the Church of Jesus Christ. Es ist so schön zu sehen, wie Paulus sich nicht um eine lokale Gruppe von Menschen kümmert, sondern um die Gemeinde Jesu Christi. So everywhere Paul went, Paul united. Überall, wo Paulus hingeht, führt er zusammen. I mean, he himself had a revelation by Jesus. Er selbst hatte eine Offenbarung von Jesus. In Ephesians chapter 4. In Epheser Kapitel 4. That the apostles, which are part of the five ministries. Dass die Apostel, die Teil des fünffältigen Dienstes sind. They are supposed to work together for the unity of the saints and not for the separation of the saints. Zusammenarbeiten sollen, um die Heiligen zu einen und nicht um sie zu spalten. So this is obviously was part of Paul's work. Das war offensichtlich ein Teil von Paulus' Arbeit. I have a question. Ich habe eine Frage. If you're a leader, do you work for the unity of God's people or do you work for the unity of your own little local group? Wenn du ein Leiter bist, arbeitest du dann für die Einheit des Volkes Gottes oder arbeitest du für die Einheit deiner eigenen kleinen lokalen Gruppe? See, Paul worked for the unity of all of God's people. Paulus arbeitete für die Einheit des gesamten Volkes Gottes. He specifically sending loving greetings from the Christian in the whole big region of Western Turkey. Er sendet ausdrücklich liebevolle Grüße von den Christen aus der enorm großen Region der Westtürkei. For many years I've been a little concerned. Seit vielen Jahren bin ich ein wenig besorgt. When leaders' vision doesn't go beyond their own little group or their own denomination. Wenn die Visionen von Leitern nicht über ihre eigenen kleinen Gruppen oder ihre eigenen Konfessionen hinausgehen. Let's imagine. Stell dir Folgendes vor. You are part of a denomination called the Assemblies of God. Du bist Teil einer Denomination namens Assemblies of God. Einheit Gottes. Does your unity just go to the Assemblies of God or does it go to all the Christians in the world? Gilt deine Einheit nur für die Gruppe der Einheit Gottes oder gilt sie für alle Christen in der Welt? But Reinhard, how can we be in unity with all people? Aber Reinhard, wie können wir mit allen Menschen in Einheit sein? Now, very easy. Ganz einfach. Make Jesus the center. Indem du Jesus in den Mittelpunkt stellst. You might not be able to walk with all people because geographically that's not even possible. Du kannst vielleicht nicht mit allen Menschen zusammen unterwegs sein, weil das geografisch gar nicht möglich ist. But you can have the heart of loving attitude like these churches had towards the other church in Corinth. Du kannst aber eine Herzenshaltung der Liebe haben, wie sie diese Gemeinden gegenüber der anderen Gemeinde in Korinth hatten. So what's your heart attitude towards all Christians of all denominations? Wie ist deine Herzenshaltung gegenüber allen Christen aller Konfessionen? Is it an attitude of love and care and concern and kindness? Ist es eine Haltung der Liebe, der Fürsorge, der Sorge und der Freundlichkeit? Look. Schau. I don't like this spirit of denominationalism and group idea. Ich mag diesen Geist der verschiedenen Konfessionen und des Gruppengedankens nicht. When I go and preach, I prefer to just find a building that we can use so that we can unite the people of God no matter where they come from. Wenn ich predige, ziehe ich es vor, ein Gebäude zu finden, das wir nutzen können, um das Volk Gottes zu vereinen, ganz gleich, woher es kommt. Because I believe this is the very heart of God. Denn ich glaube,
dass Gottes Herz dafür schlägt. And this obviously was also the heart of the Apostle Paul. Das lag offensichtlich auch dem Apostel Paulus am Herzen. Then he uses Aquila and Priscilla. Dann erwähnt er Aquila und Priscilla. And he says they greet you warmly in the Lord with those of their house church. Er sagt, Aquila und Prisca grüßen euch herzlich im Herrn, gemeinsam mit ihrer Hausgemeinde. If my study in church history is correct, wenn mein Studium der Gemeindegeschichte richtig ist, then Aquila and Prisca, as she is called here, or Priscilla, she is called in another translation, dann waren Aquila und Prisca, wie sie hier genannt wird, oder Priscilla, wie sie in anderen Übersetzungen genannt wird, they were people in the early church who had a very important role. Menschen in der Urgemeinde, die eine sehr wichtige Rolle hatten. And one of the things that specifically made them so powerful is how they served as a couple. Die Tatsache, dass sie als Paar dienten, machte sie besonders stark. They united the church in their own home and they kind of were like a mother and a father in the faith. Sie vereinten die Gemeinde in ihrem eigenen Haus und waren so etwas wie eine Mutter und ein Vater im Glauben. This is what was so impacting because together as a couple they served Jesus. Das hatte so einen großen Effekt, weil sie Jesus gemeinsam als Paar dienten. Look at what they say here. Schau, was sie hier sagen. They wanted to make sure that Paul doesn't forget to send special greetings to their church. Sie wollen sicherstellen, dass Paulus nicht vergisst, besondere Grüße von ihrer Gemeinde zu übermitteln. He found it important to mention them very specifically. Er fand es wichtig, sie ganz besonders zu erwähnen. Look, he says, they greet you with those of their house church. Er sagt, sie grüßen euch gemeinsam mit ihrer Hausgemeinde. It's interesting that he didn't mention the other names of the house church, but he picked up these two. Es ist interessant, dass er die anderen Namen der Hausgemeinde nicht erwähnt, sondern nur diese beiden. Paul did everything intentionally. Paulus hat alles ganz bewusst gemacht. So I'm sure he didn't just say, let me see, who do I remember? Oh yeah, I think there is a guy called Aquila and then his wife, what was her name again? Oh yeah, Prisca. Ich bin mir also sicher, dass er nicht einfach sagte, mal sehen, an wen erinnere ich mich. Oh ja, ich glaube, das ist ein Mann namens Aquila und dann seine Frau, wie hieß sie nochmal? Ach ja, Prisca. Obviously, the whole church said, Paul, remember to greet the Corinthians, and that Aquila and Prisca said, hey, we spend especially warm greetings. Offensichtlich sagte die ganze Gemeinde, Paulus, vergiss nicht, die Korinther zu grüßen. Doch Aquila und Prisca sagten, wir grüßen sie besonders herzlich. Are you known as a person who will send especially warm greetings in the Lord to all the brothers and sisters? Bist du als jemand bekannt, der alle Brüder und Schwestern besonders herzlich im Herrn grüßt? You should be. Das solltest du sein. Then you can be mentioned in some important writings too. Dann wirst auch du in einigen wichtigen Schriften erwähnt werden. But of course this should never be a motive. Aber das sollte natürlich nie dein Motiv sein. See you tomorrow. Bis morgen.